begrüße Sie zur 12. Ausgabe von 101 Sekunden. Mehr als 300 Gäste folgten der Einladung und kamen nach Köln, um bei der Auszeichnung der 25 innovativsten Marken des Jahres dabei zu sein. In einer mehr als zweistündigen Showveranstaltung würdigten die Juroren und Laudatoren die besonderen Leistungen der Unternehmen. Auch die Sparte SHK war vertreten. Hier wurden zwei Firmen mit ihren Marken als Most Innovative Brand ausgezeichnet. Geberit war in der Produktgruppe Sanitär erfolgreich und Buderus wurde der 7 Kilogramm schwere Pokal im Bereich Heizung-Klima zugesprochen. Die Auszeichnung der innovativsten Marken wird jährlich verliehen. In Hessen sollen in den kommenden 3 Jahren insgesamt 400 Mikrokraft-Wärme-Kopplungsanlagen von Weiland in Wohngebäuden installiert werden. Die Umsetzung des Pilotvorhabens erfolgt im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Land Hessen, der Energiedienstleistungsagentur Hessen Energie, regionalen Versorgungsunternehmen und Weiland. Dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung kann einen erheblichen Beitrag zur Energiewende in Deutschland leisten, betonte Dr. Marc-André Groß, Geschäftsführer Weiland Deutschland, der gemeinsam mit der hessischen Landesumweltministerin Lucia Puttrich und Weiland-Vertriebsingenieur Michael Krückel die Markteinführungsinitiative startete. Die neuen Umwälzpumpengenerationen Alpha 2 und Magna 3, die im August auf den Markt kommen, werden im Rahmen einer Vereinbarung zwischen Grundfos und dem Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima von Beginn an als Handwerkermarke vertrieben. Die neuen Pumpen setzten damit nicht nur in Sachen Energieeffizienz Maßstäbe. Mit dem Leistungsbündnis Handwerkermarke verbunden sind zahlreiche weitere Vorteile wie eine verlängerte Gewährleistung sowie umfassende Service- und Zusatzleistungen. Der Deutsche Bundesrat hat Mitte Juni das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz verabschiedet. Damit wird die Förderung für alle BHKW-Größen um 0,3 Cent je erzeugte und in das Stromnetz eingespeiste Kilowattstunde erhöht. Neben den eigentlichen BHKW-Modulen werden künftig auch Wärme- und Kältespeicher mit einem Investitionszuschuss gefördert. Das Inkrafttreten des KWK-Gesetzes wird noch in diesem Sommer erwartet. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.